Guten Morgen! Heute ist es mal wieder Zeit für die knallharten Fakten und Zahlen. Es ist mal wieder Zeit, dass ich meinen Bildungsauftrag erfülle. Heute möchte ich euch neben den Informationen, warum auch heißes Wasser seit 5.11. diesen Jahres nicht vor Legionellen schützt, auch euch interessante Zahlen aus der Welt der Ökologie präsentieren, die für mich skurril, wissenswert oder auch einfach nur interessant sind. Bevor ich dies tue, möchte ich aber noch zu einem Thema kurz um eure Aufmerksamkeit werben. Es geht um das Thema Stammzellen zu spenden, zum Beispiel notwendig bei Leukämieerkrankungen. Ein Thema, wo die meisten direkt daran denken, ja, dass sie unter Vollnarkose sich einer Operation unterziehen müssen und mit dem Rücken, in dem Rücken so eine übergroße Nadel in das Rückenmark reingesteckt bekommen und dann das Rückenmark rausgesaugt wird und so weiter. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, Stammzellen zu spenden. Es ist auch ganz normal über das Blut möglich. In der Tat werden seit 96 80% der Stammzellen im Rahmen der sogenannten peripheren Stammzellen vom Körper entnommen. Da ist keine Operation notwendig und ist bis auf den Piekser im Arm auch komplett schmerzfrei. Aber ihr könnt Leben damit retten, denn die Menschen, die Leukämie haben, die leiden extrem, bevor sie sterben. Und meine Cousine ist mit 14 Jahren an Leukämie gestorben. Und ja, da wir uns in Deutschland einfach nicht vom Arzt einschläfern lassen können, obwohl das die Betroffenen meistens wünschen, sondern verpflichtet sind zu leiden, ist mein Aufruf an alle von euch: Registriert euch, denn wenn jemand Stammzellen braucht, dann ist die Chance mindestens 1 zu 20.000 einen geeigneten Spender zu finden, meist sogar noch höher. Ein Link für mehr Informationen zum Thema und auch die Registrierung, die poste ich euch unten in der Infobox. Also nur nochmal der explizite Hinweis darauf und ja auch das ins Bewusstsein rücken, wie einfach Stammzellenspende ist und dass das gar nicht so weit von der Blutspende entfernt ist, was doch schon einige machen. Nun zum Thema Leitungswasser. Ein großes Problem im Trinkwasser sind die Legionellen, welche als humanpathogen, also als krankheitserregend für den Menschen anzusehen sind. Und wir reden hier nicht von ein paar Magenkrämpfen oder sonst irgendwie was leichteren, sondern von ca. 100.000 Fällen jährlich in Europa, die eine schwere Lungenentzündung auslösen, die bei Nichterkennung zu einem raschen Tod führen kann. Dabei ist vor allem das Einatmen der mit Legionellen befallenen Luftfeuchtigkeit ein großes Problem. Nun hat man unter der Leitung von Manfred Höfle Legionellenpopulationen im Trinkwasser auf ihr Wachstum in verschiedenen Temperaturbereichen untersucht und geschaut, wie sie reagieren, und hat eine überraschende Entdeckung gemacht. 5.11. ist es veröffentlicht worden. Ja, auch die durchaus weltweit, würde ich schon sagen, für Aufsehen gesorgt hat, ist auch nachzulesen im internationalen Journal für mikrobiologische Ökologie. Den Link findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Bisher ist man, und wenn ihr auf den Webseiten schaut, wo es um Legionellen geht, ist das auch immer noch verlinkt, bis zu einem Wachstum bis zu 45 Grad ausgegangen. Das heißt, bis zu 45 Grad vermehren sich die Legionellen. Aber nun hat man entdeckt, dass das tatsächlich bei 50 bis 60 Grad insbesondere das Wachstum von Legionella pneumonia oder auf jeden Fall die bedeutsamste Art für die Menschen, was die Erkrankung des Menschen angeht, dass sie dort besonders aktiv ist und insbesondere in den warmen und Heizwassersystemen den idealen Nährboden findet und nicht wie bisher angenommen sich dann nicht weiter vermehren, sondern exorbitant weiter sich vermehren. Denn ein geringer Befall von Legionellen wurde bisher auch einfach aus dem Grunde toleriert, dass sie eben über 45 Grad kein Wachstum mehr haben und dann auch nicht schädlich sind, also in geringer Konzentration. Da aber nun dank Herrn Höfle und sein Team jetzt herausgefunden wurde, dass dem nicht so ist, leitet sich der unökologische Rat ab, dass man insbesondere vorm heißen Duschen die heiße Dusche laufen lässt und quasi das Wasser verschwendet und erst dann duscht. Pest oder Cholera, entweder die Chance einer schweren Lungenentzündung zu erkranken bzw. die Chance erhöhen oder eben Wasserverschwendung zu machen. Mit dieser Entscheidung lasse ich euch dann mal allein. Also, wenn wir beim Thema Ökologie sind, dann auch noch ein paar lustige bzw. interessante Zahlen aus der Ökologie der Erde. Ich habe nämlich gerade wieder ein neues Buch für eine Rezension entwickelt, wo ich mir die interessantesten Dinge herausgeschrieben habe und euch jetzt präsentieren möchte. Fangen wir mit der wichtigsten ökologischen Kennzahl auf dieser Welt direkt an. Die Hundekot
Menge, die in der größten deutschen Stadt Berlin jährlich anfällt. 55 Tonnen Hundekot landen jährlich auf Berlins Straßen. Das bedeutet ca. eine Tonne Hundekot pro Woche. Eine Tonne Hundekot. Aber nun zu einer wirklich interessanten Auswertung, und zwar: Wie verwendet der durchschnittliche deutsche Haushalt eben sein Trinkwasser? Da sind wir wieder beim Thema. Ich habe es mir aufgeschrieben. Erstmal verbrauchen wir pro Person 121 Liter Trinkwasser. Die Anzahl der Prozente, die ich jetzt nenne, entspricht auch in etwa die Anzahl der Liter, die verbraucht werden. 36% gehen dabei aufs Baden und Duschen, 27% auf die Toilettenspülung, 12% aufs Wäschewaschen, 6% aufs Geschirrspülen und ebenfalls 6% auf die Wohnungsreinigung. Das bedeutet 6 Liter täglich für die Wohnungsreinigung. Also bei mir definitiv nicht. Ich bekomme nicht mal auf 6 Liter im Jahr wahrscheinlich. Ich sauge im Endeffekt nur und kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, wie man 6 Liter pro Tag zum Putzen nutzen kann. Also wie ist es bei euch? Also 4% sind dann Trinken und Kochen und 9% Sonstiges. Also bei mir trifft der Durchschnitt eher total wenig zu. Beim Baden duschen werde ich wahrscheinlich über dem Schnitt liegen, jetzt mit den Legionellen wahrscheinlich noch drüber. Aber bei den meisten Sachen bin ich weit runter. Auch 6 Liter zum Geschirrspülen erscheint mir einfach viel zu viel. Ja, würde mich mal interessieren, wie das bei euch ist, von den Zahlen ausgehend. Wie verbraucht ihr euer Wasser? Ja, nächste Zahl. Die höchsten Bäume der Welt. Der höchste Baum der Welt ist ein Küstenmammutbaum in Kalifornien mit sagenhaften 111 Meter Höhe. Damit wäre er bei uns in Leipzig nach dem Uniriesen das zweithöchste Gebäude. Der zweithöchste Baum ist übrigens ein Gummibaum. Im Ernst, ein Blaugummibaum in Australien ist 107 Meter hoch. Und auch witzig ist der Platz 5 der höchsten Bäume der Welt ist eine Edeltanne in Washington. Ist einfach, einfach nur der helle Wahnsinn, wie unglaublich groß Bäume werden können. Und wenn wir schon beim Thema Bäume sind, hat mich dann auch interessiert, was ist eigentlich das grünste Bundesland, also das Bundesland mit der größten Waldfläche in Deutschland, prozentual gesehen. Mein Tipp war instinktiv Bayern oder Thüringen. Aber in der Tat ist das grünste Bundesland, also die grüne Lunge Deutschlands, gemessen an der Bewaldung in Prozent, Hessen und Rheinland-Pfalz mit jeweils ca. 42%. Insbesondere bei Hessen war ich extrem überrascht. Das am wenigsten grüne Bundesland außer den Bundesländern, sage ich mal, die jetzt Städte sind wie Bremen, Berlin, Hamburg, das ist Schleswig-Holstein. Das wiederum war natürlich zu erwarten, weil an der Küste ja nun nicht so viele Bäume stehen. Dann ein weiterer interessanter Fakt ist die Tatsache, dass die Anzahl der Jahre, bis die Weltbevölkerung um 1 Milliarde wieder steigt, von einem exponentiellen Wachstum in ein lineares Wachstum gesunken ist. Das bedeutet, während für die ersten 4 Milliarden Menschen bis 1975, da wurden die 4 Milliarden erreicht, die Anzahl der Jahre immer kürzer wurde, für das Erreichen einer nächsten Milliarde hatte die 5., 6. und 7. Milliarde jeweils nur noch die gleiche Zeit benötigt, nämlich im Schnitt 12 Jahre. Das ist ein klarer Indikator dafür, dass die Panik, die zeitweise herrscht, was die Überbevölkerung der Erde angeht, unangebracht ist, da das prozentuale Wachstum bzw. die prozentuale Steigerung bereits jetzt stagniert. Ja, wir wachsen noch, aber es ist eindeutig, dass es abflacht. Was nicht stagniert, ist die Anzahl der Säugetiere in Deutschland. Diese ist rückläufig und wir haben in Deutschland nur noch, gerade mal, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 87 Arten von Säugetieren. Das war für mich schockierend. Also die Zahlen habe ich übrigens alle aus dem Buch Ökologie in Zahlen, was ich eben derzeit rezensiere, vielleicht verlinke ich es auch unten. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil viele Fakten sind. Eine Sache noch, ich bin derzeit in ein Projekt involviert, was in mir so ein bisschen ambivalente Gefühle verursacht, aufgrund meiner Überzeugung und meiner Ideale. Aber eventuell täusche ich mich oder beachte einige Dinge nicht genügend, man bin da immer sehr demütig. Und ich habe da heute noch ein Gespräch, auf das ich sehr gespannt bin. Aber da werde ich euch morgen auf jeden Fall intensiv darüber berichten und vielleicht das auch mit dem Thema verbinden. Es wird auf jeden Fall sehr spannend und aufschlussreich. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich wünsche euch weiterhin eine bewusste Woche und lasst euch nicht verrückt machen durch die Informationen, die immer mal hier so durch den Kanal schießen, sondern verarbeitet sie als das, was sie sind. Das ist einfach nur die Chance, sein Leben bestmöglich zu gestalten und Risiken zu minimieren. Man kann Risiken eh nicht komplett eliminieren. Man sollte sich wirklich da echt nicht verrückt machen lassen. Einfach aufnehmen, verarbeiten und heiter weiter. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüssi.